Hallo zusammen, hier ist wieder Deutscher und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute schauen wir uns nämlich drei Hidden Toys an, die wir ab Patch 8.2 erspielen können. Und was sind das für drei Hidden Toys? Und zwar sind die alle von Inji. Jetzt soll ich vielleicht erstmal erklären, was sind Hidden Toys? Und zwar Hidden Toys sind Toys, die ihr weder unter gesammelten Toys findet, noch unter nicht gesammelten Toys. Bedeutet, die werden überhaupt nicht angezeigt im Toy Journal, bis ihr sie wirklich lernt. Heißt, ich habe jetzt hier ein Maximum von 600 Toys und wenn ich jetzt hier dieses Hidden Toy lerne, dann müsste ich bei 601 Maximum Toys sein, also mehr, also ich kann dadurch mein Maximum an Toys erhöhen. Wie funktioniert das jetzt? Ich habe jetzt hier 6 Toys, die ich noch brauche und keins davon ist hier dieser Blinktron. Und wenn ich den lerne, wie gesagt, dann komme ich quasi einfach auf ein mehr Toy, sowohl bei gesammelt als auch bei den maximalen. Was sind die anderen beiden Toys, beziehungsweise wo kriegt man die her? Wir haben insgesamt diese drei Toys, alle drei von Ingenieurskunst und eins ist der Blinktron 7000 und diesen bekommen wir vom Rossbolzenwiderstand und zwar vom Händler, der hier auf Mechagon einmal ist, also einmal auf Mechagon gehen und dann hier auf die Koordinaten 73, 34 und dort bei dem Händler hier können wir uns das Rezept kaufen. Ihr braucht dafür einen maximalen Inji-Skill und einen ehrfürchtigen Ruf vom Rossbolzenwiderstand. Deswegen, weil ich mein Main den Ruf nicht, oder besser gesagt, die Berufe nicht verlernen wollte, habe ich mir jetzt einen anderen Char hier hochgezogen mit dem Ruf und dementsprechend den Inji auch auf Max gebastelt. Und das ist ein bisschen tricky, weil ihr braucht Expulsum in rauen Mengen, um Inji auf 175 hochzubasteln. Also da solltet ihr ein bisschen gucken, dass ihr ein Expulsum kommt. Das kann teilweise kostspielig werden. Und sobald ihr das habt, könnt ihr quasi einmal das Rezept lernen. Und jetzt müssten wir, ihr seht, 601 Toys haben wir quasi jetzt als Maximum. Und wenn wir jetzt bei gesammelt reingehen und Ingenieur eingeben, dann haben wir hier den neuen Blinktron. Und den könnt ihr auch nur stellen, wenn ihr ein Inji seid, der zumindest Ingenieur von Zandalar oder bei Allianz von Kultiras auf Stufe 1 hatten. Das stellen wir jetzt mal auf und dann können wir ihm quasi täglich einmal anquatschen und dementsprechend den Loot holen, wie er es schon bei den alten Blinktrons kennt. Ich habe jetzt hier an der Stelle, ja, das schon mit einem anderen Char gemacht, deswegen kann ich hier nicht looten. Die alten Dinger sind ja genauso, da braucht man ja auch immer von der jeweiligen Expansion den Inji-Skill. Genau. Die anderen beiden Toys, die ich euch noch zeigen möchte, sind zwei Geschichten, die man zum Skillen schon benutzt, und zwar einmal den Wurmlochgenerator Kultiras und dann noch den Wurmlochgenerator Zandalar. Mit denen können wir uns alle Viertelstunde einmal nach Zandalar irgendwo random hinporten und nach Kultiras. Wie funktioniert das? Und zwar, wir drücken die Dinger jetzt und dann werde ich irgendwo random einmal hier quasi hingeportet. Diese beiden Rezepte kriegt ihr ganz normal bei eurem Lehrer. Und zwar als Allianzler bzw. Horde beide in Nasjatar, jeweils in dem eigenen Lager. Heißt, die Allianzler haben hier den Berufslehrer, den einfach anquatschen, da könnt ihr das einfach lernen, wenn ihr, glaube ich, 150 seid. Das ist sowas, was ihr zum Skillen braucht. Also 150 war ja das Maximum vor 8.2 und jetzt ist es ja auf 175 hochgebastelt und bei der Horde einfach auch im Hordenlager den Lehrer anquatschen, das Ding craften und dementsprechend könnt ihr auch da beide von diesen Teilen holen und craftet mit dem auch, beziehungsweise ihr skillt auch euer Beruf damit hoch, also die braucht ihr sowieso zum Herstellen. Diese beiden Dinger könnt ihr auch nur benutzen, wenn ihr zumindest einen Inji-Skill von 1 in BFA habt. Seht, das habe ich jetzt gerade eingesetzt, das andere habe ich gerade eingesetzt und jetzt kann ich hier das andere noch einsetzen. Ist jetzt in den meisten Fällen nicht sonderlich nützlich. Außer in dem Fall, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt irgendwo in Drustwar, habe meinen Ruhestein vielleicht auf Cooldown, muss aber noch eine Daily, sagen wir, in Nasjatar machen. Dann müsste ich ja sonst normalerweise von Drustwar runter nach Boralus fliegen, da den Port rübernehmen. Und jetzt kann ich hier halt aus Drustwar sagen, okay, ich gamble jetzt, nehme das Portteil und bin jetzt halt hier in Zuldazar gelandet und fliege halt kurz rüber, ist wahrscheinlich schneller. Beziehungsweise, wenn ich zufällig was in Zuldazar machen muss an Worldquest, dann komme ich halt hier direkt her. Kann nützlich sein. Mir geht es eher darum, dass ich zwei neue Toys habe, beziehungsweise drei neue Toys so rum und meine Sammlung damit wieder einen Ticken aufstocken konnte. Übrigens an der Stelle, diese ganzen Toys, die ihr hier seht, das sind die ganzen Inji-Toys und die sind alle leider hidden, also dementsprechend werden die nicht angezeigt,
wenn ihr sie nicht gelernt habt. Dazu habe ich aber auch schon ein älteres Video gemacht, wo diese ganzen alten Toys drin sind. Sprich, wenn ihr euch nicht sicher seid, habe ich das jetzt oder habe ich das jetzt nicht, schaut mal ein bisschen in der Playlist, die ich euch auch ebenfalls verlinken werde, ein bisschen zurück. Da habe ich mal ein Video gemacht mit den ganzen Ingi-Toys. Da könnt ihr reingucken und hoffentlich noch das ein oder andere sammeln. Gut, das war's mit dem kleinen Toy-Guide an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.